Hallo, ich bin die Andrea, bin Seminarbäuerin und ich bin eine Spargelbäuerin. Ich habe heute da ein Tablett mit zwei verschiedenen Spargeln. Ich habe einen grünen und einen weißen Spargel. Und was ist da jetzt der Unterschied? Der weiße Spargel wächst unter der Erde und der grüne Spargel, der kommt außer vor der Erde. Der wird dem Sonnenlicht ausgesetzt und dadurch wird er grün. Wie weiß ich jetzt, dass der Spargel frisch ist? Indem, dass ich schaue, wie die Schnittstelle ist und wie die Farbe allgemein vom Spargel ist. Ich kann den Spargel kochen, dämpfen, je nachdem wie ich es will. In weißen Spargel muss ich ganz schön vom Kopf bis zum Ende und in grünen brauche ich nicht schön. Da reicht es mir, wenn ich das untere Drittel wegschneide oder auch schäle, je nachdem. Und dann kann ich ihn schon verkochen.